Zwischen Mitte Juni und Mitte September 2012 hat eine Bande von Schwerverbrechern aus der Türkei unbemerkt die Städte Tilburg und Rotterdam übernommen. Am 22. Juni 2012 reagierte die Polizei in Tilburg auf einen Vorfall. Ein türkischer Drogenkrimineller namens Murat K. wurde angeschossen und überlebte den Angriff nur knapp. Er hatte angeblich einen Deal vereitelt und musste dafür bezahlen. Noch während sich Murat von dem Vorfall erholte, wurde seine Frau von einem Mann angesprochen, der eine Nachricht für Murat hatte. Der Mann warnte ihn drohend, nicht mit der Polizei zu sprechen. Diese Warnung war unnötig. Murat wusste es besser, als zur Polizei zu gehen, denn er hatte schon genug Angst. Am 6. Juli, nur wenige Wochen später, fand in Horle eine Schießerei statt, an der wieder ein türkischer Mann beteiligt war, der angeblich eine Cannabisplantage in Lelystad verwüstet hatte. Als ein Mann namens Ibrahim I. am Abend die Tür seines Hauses öffnete, stand ihm ein bewaffneter Mann gegenüber. Sie gerieten sofort in einen Streit, in dessen Verlauf Ibrahim von dem Mann angeschossen wurde. Der Bewaffnete rannte davon und ließ Ibrahim verwundet zurück. Der verängstigte Ibrahim erzählte den Polizeibeamten, dass der Bewaffnete zu einer schwerkriminellen Gruppe gehörte. Er nannte den Namen Sahin und beschrieb die Bande. Ibrahim sprach auch von einem Mann im Rollstuhl. Ein Mann, der als rücksichtslos und unbarmherzig galt. Ibrahim bezeichnet ihn als den unbestrittenen Anführer der Sahin-Bande in den Niederlanden, der stets schwer bewacht wird. Sie können uns leicht eliminieren. Ich weiß, dass uns das Reden den Kopf kosten wird. Ihre Gruppe ist für viel mehr Vorfälle verantwortlich, von denen niemand weiß, sagte Ibrahim. Endlich nannte Ibrahim den Namen des Mannes im Rollstuhl. Es war kein anderer als Zakaria K., der Anführer der skrupellosen Abteilung der Sahin-Bande in den Niederlanden, auch bekannt als der Meister. Wer war dieser Mann? Und was hatte er mit den Schießereien zu tun? Nach Ibrahims ersten Geständnis begannen nach und nach immer mehr Türken bei der Polizei über diesen Zakaria zu sprechen und er erlangte einen fast mythischen Status. Sie sagten alle irgendwie dasselbe. Sie respektierten ihn, fürchteten ihn aber auch. Und vor allem wünschten sie, sie hätten nie erfahren, wer er war. Denkt daran, dass die Polizei den Namen Zakaria K. schon seit Jahren hier und da gehört hatte, aber immer noch keine Ahnung hatte, wer er war. All diese Informationen waren für sie neu. Er hatte es immer sehr gut geschafft, unter dem Radar zu bleiben und sich unauffällig zu verhalten. Abgesehen davon, dass bekannt ist, dass er 1971 geboren wurde, gibt es keine Informationen über sein früheres Leben, seine Erziehung und darüber, was ihn zu dem Mann gemacht hat, der er ist. Es ist auch nur ein einziges Foto von ihm im Umlauf. Interessant ist, dass er aufgrund eines Schusses eines Mitglieds der rivalisierenden Saral-Gruppe gelähmt im Rollstuhl sitzt. Nach den beiden zu Beginn dieses Videos erwähnten Schießereien gab es einen weiteren versuchten Anschlag in Tilburg. Diesmal war das Ziel ein Mann namens Mustafa G. Am 11. September 2012, gegen 1 Uhr morgens, wurde er auf der Kappel Meisterlan in Tilburg mehrfach getroffen. Obwohl er am Kopf getroffen wurde, gelang es Mustafa, sich zur Wohnungstür zu schleppen, woraufhin sofort der Rettungsdienst gerufen wurde. Mustafa lag wochenlang im Koma, aber wie durch ein Wunder überlebte er den Vorfall. Dieser rücksichtslose Vorfall war der Grund dafür, dass die Kriminalpolizei in Tilburg eine groß angelegte Ermittlungsgruppe einrichtete, die an der Operation mit dem Namen Kapell arbeitete. Dieser Name leitet sich von der letzten Schießerei in der Kapel Meisterlan ab. Die Polizei wurde durch weitere Signale aus der türkisch-niederländischen Unterwelt über Zakaria und seine Männer alarmiert und beschloss, dass es an der Zeit war, deutliche Maßnahmen zu ergreifen. Die türkische Unterwelt verhielt sich sehr verschlossen und wortkarg, was es der Polizei unglaublich schwer machte, Fortschritte zu verzeichnen. Niemand wollte etwas sagen, aus Angst vor Konsequenzen. Am besten war es für alle, die Augen vor den Geschehnissen zu verschließen. Denn wer Zakaria wütend machte, wusste, dass er der Nächste in der Reihe sein würde. Die letzten drei Vorfälle waren ein Paradebeispiel dafür. Nach und nach gelang es der Polizei, hier und da einige Informationen zu sammeln und sie zusammenzufügen. Als das Puzzle um Zakaria immer größer wurde, lernte die Polizei ihn langsam besser kennen. Sie waren erstaunt über seine Statur und seine angebliche Verwicklung in die Unterwelt. Sie fanden heraus, dass Zakaria der Cousin von Sedat Sahin ist. Letzterer ist der Kopf einer internationalen türkischen Verbrecherorganisation, die von der Türkei aus operiert. Die Sahin-Gruppe war eine übergreifende Organisation, die in mehreren Ländern aktiv war, und Zakarias Gruppe war die niederländische Abteilung dieser Organisation.
Nichts geschah in Tilburg ohne das Wissen von Zakaria und damit auch von Sedat. Sie fanden außerdem heraus, dass die Gruppe um Zakaria mit allen Mitteln ein Monopol für Drogenhandel, Glücksspiel und Gewalt, vor allem in Tilburg, aber auch im Rest der Niederlande beanspruchte. Mehrere der etablierten türkischen Verbrecherorganisationen in Tilburg flohen buchstäblich wegen ihm aus der Stadt. Sie hatten Angst, weil sie wussten, dass er die mächtige Sahin-Gruppe um Hilfe bitten konnte. Der Name der Familie Sahin ließ alle vor Angst zittern. Angeblich hatten sie auch sehr starke Verbindungen in der Türkei, die direkt zum Premierminister Erdogan führten. In einem abgehörten Gespräch von Zakaria sprach er mit einer unbekannten Person über die Anzahl der Mitglieder der Organisation, die in verschiedenen Ländern inhaftiert sind. Der Mann am anderen Ende der Leitung sagte, er könne Zakaria und Sedat mit einem Berater des türkischen Ministerpräsidenten bekannt machen. Der Unbekannte erklärte, dass der Premierminister den Mafiaboss Sedat für einen netten Mann halte. Sedat war zuvor von türkischen Medien als ein Mann mit guten Kontakten zur Polizei, Justiz und Politikern beschrieben worden. Alles in allem schien es, als seien sie sich einig, dass sie sehen wollten, was sie gegen die inhaftierten Mitglieder tun können. Die türkischen Kriminellen, die im Geheimen mit der Polizei sprach, erklärten, dass hier eine ernsthafte Bedrohung vorliege. Auszügen aus den Akten ist zu entnehmen, dass einige der Befragten sagten, bei Zakaria sollten alle Alarmglocken läuten und die Polizei muss sich ernsthaft um ihn kümmern, bevor er zu groß wird. In den Akten heißt es weiter, dass Zakaria offenbar eine Gruppe von 10 Männern anführt. Sie waren alle türkischer Abstammung und zwischen 23 und 48 Jahre alt. Einige wurden in der Türkei geboren, andere in den Niederlanden. Alle 10 Männer begangen schwere Straftaten. Einer von ihnen, wie der Anführer Zakaria, war bereits wegen eines Mordanschlags verurteilt worden. Zakaria verbüßte für diesen Mord eine Strafe von 11 Jahren. Die Zeiten, in denen türkische Verbrecherorganisationen vor allem für ihren Heroinhandel bekannt waren, sind längst vorbei. Zakaria baute sein Geschäft aus und konzentrierte sich auf den Verkauf einer Vielzahl von Substanzen. Gras ist zum Kerngeschäft geworden, ebenso wie Ecstasy. Seine Organisation machte viel Geld mit dem Verkauf riesiger Mengen in die ganze Welt. Manchmal gingen die Lieferungen jedoch schief. Zakaria wird mit 2 Beschlagnahmungen von Ecstasy in Verbindung gebracht, nachdem einer seiner Mitarbeiter im November 2011 am Flughafen Zaventem in Belgien mit 35 Kilo Ecstasy in seinem Koffer erwischt wurde. Ein anderer Mitarbeiter wurde am selben Tag mit einem weiteren Koffer voller Pillen in Istanbul verhaftet. Inzwischen wissen wir, dass Zakaria kein Mensch war, mit dem man spielen wollte. Während die meisten Menschen in seiner Nähe wie auf Eierschalen gingen, tat dies ein Mann namens Ramazan G. nicht. Während eines Streits über Geld beleidigte Ramazan Zakaria schwer, was zu einem Konflikt zwischen den beiden führte. Zakaria, unerbittlich wie er war, dachte sofort daran, Ramazan eine Lektion zu erteilen. Angeblich schmiedete er einen Plan, um Ramazan in Istanbul zu demütigen. Er wies einige seiner Mitarbeiter in Istanbul an, Ramazan wie eine Frau zu behandeln. Der Plan sah vor, Ramazan zu entführen, ihm mit Lippenstift zu schminken, ihm einen Minirock anzuziehen und ihn irgendwo in der belebten Innenstadt Istanbuls als ultimative Form der Demütigung auszusetzen. Wir müssen sagen, das ist ziemlich kreativ und etwas, das wir in der ganzen Zeit, in der wir diese Videos machen, noch nie gesehen oder gehört haben. Ob das tatsächlich passiert ist, ist nicht klar. Die Tatsache, dass er überhaupt darüber nachgedacht hat, ist allerdings schon verrückt genug. Im Oktober 2013 glaubte die Polizei nach dem Abhören und den Anhörungen zahlreicher Opfer und Verdächtiger genügend Informationen zu haben, um die Gruppe um Zakaria K. zu verhaften. Sie wollten einfach nicht mehr länger warten, denn das Risiko weiterer Gewalt war sehr hoch und musste verhindert werden. Zakaria bewegte sich häufig zwischen Tilburg und Antwerpen. Nach einer gemeinsamen Aktion der belgischen und niederländischen Polizei wurde er in Antwerpen mit einer geladenen Schusswaffe verhaftet. 9 weitere seiner Komplizen wurden in Belgien und den Niederlanden verhaftet, wobei fast alle von ihnen ebenfalls eine Schusswaffe bei sich trugen. Im Mai 2017 erfuhr Zakaria, dass die Staatsanwaltschaft eine 20-jährige Haftstrafe für ihn forderte. Er galt als Chef einer kriminellen Organisation, die verschiedene Arten von Substanzen importierte und exportierte.
sowie als Initiator der drei gescheiterten Anschläge, die sich ereigneten. Sein Anwalt Luis de Leon sagte, dass die Rolle seines Mandanten von der Polizei und der Justiz zu groß gemacht worden sei. Er ist aufgrund seiner Vergangenheit involviert. Mein Mandant hat keine Rolle bei den Schießereien gespielt. Andere haben sich nur an ihn gewandt, weil er vermitteln konnte. Indem er die Dinge tatsächlich löste, geriet er in Schwierigkeiten. Das war alles umsonst. Denn einige Monate später, im September 2017, wurde er zu 19,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden, die ihm die Staatsanwaltschaft vorgeworfen hatte. Aber ein halbes Jahr wurde ihm erspart. Zecharia gab schließlich zu, Substanzen verkauft zu haben, bestritt aber stets alle Vorwürfe, in irgendwelchen Anschlägen verwickelt zu sein. Jetzt verbüßt er seine Haftstrafe und wird für sehr lange Zeit hinter Gittern bleiben. Seine Verhaftung bedeutete, dass die einst etablierten kriminellen Gruppen in Tilburg, die wegen ihm geflohen waren, in die Stadt zurückkehren und wieder Geschäfte machen konnten, ohne Konsequenzen von Zecharia befürchten zu müssen. Wir sind neugierig, was ihr über Zecharia und die türkische Mafia denkt. Sie scheint ganz anders zu sein als die Mokro-Mafia, über die wir bereits in vielen Videos berichtet haben. Lasst uns eure Gedanken in den Kommentaren wissen. Wir sehen uns im nächsten Video.